Achtung, Achtung, es folgt penetrante Eigenwerbung. Oh Mann, ich finde einfach keine Kleidung, die mein Innerstes widerspiegelt. Halt dein Maul, all deine Probleme sind jetzt gelöst. Wirklich? Nein, aber für alle anderen haben wir was. Der neue Y-Stuff ist da. Frisch rausgeswaggert in Top-Qualität. Holen Sie sich zum Beispiel ein brandneues It's All About The Balls Shirt. Natürlich für Boys und Girls und cool. Das It's All About The Balls Shirt verkörpert in gewisser Weise diesen inneren Konflikt, den es ja doch irgendwo zwischen den verschiedenen... Für jeden ist etwas dabei. Hoodies, Beanies und kaputte Handyhüllen. Oder hüllt euren Adonis-Körper in das White-Titty-Designer-Shirt. Was? Wieso habt ihr keine Tanktops? Und bevor es nun endlich losgeht, präsentieren wir Ihnen das absolute Highlight. Zum ersten Mal im deutschen YouTube. Das unsichtbare Fanshirt. Hey Mann, geiles Shirt. Danke, deins aber auch. Ist das etwa ein White-Titty-Shirt? Ja! Der Y-Stuff. Yeah. Pro Shirt nur 999 Euro auf whitetitty.de/shop. Yo, ich finde es voll geil. Check das mal hier oben aus. Ja, jetzt klick doch mal. Die Com-Com-Shirt ist eh doch verdammt langweilig. Jetzt klick. Ja, dann halt nicht oder nachher nochmal. Herzlich willkommen zur... Kommentare, Kommentiershow. Herzlich willkommen zur Kommentare-Kommentiershow. Schön, dass ihr wieder da seid und auch schön, dass TC und OG wieder da sind und wir Hallo, endlich wieder als White Titty vereint. Okay. Too much. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geht. Ja, uns geht's auf jeden Fall fantastisch und wir haben uns hier erneut versammelt, um nun zum zweiten Teil von Köln 0815, der neuen Erfolgsserie von LTR. LTE, nee, LTE, YTT, also. Genau. Kommentare zu kommentieren. Hier ein kurzer Ausschnitt. Okay, ich muss dir auch was sagen. Ich bin ein Besen. Was? Ja, und kaum sind wir wieder da, geht's auch wieder richtig krass ab bei uns. Es hat sich wirklich wahnsinnig viel getan und wir müssen euch ein paar richtige Bomben heute rauslassen. Ein paar sind ja schon immer ganz so. Ja, die Bombe ist. Die Bombe ist, ja, viele wissen ja, dass wir auf Tour gehen nächstes Jahr, doch jetzt gibt's die Dates. Gibt's die Tickets und die Daten und das will ich euch jetzt alles nicht hier. Schau, ich sag's dir kurz, wir sind in Köln, Frankfurt, Hannover, Dresden, Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, Nürnberg und Schweiz und Österreich, aber die Daten kommen noch. Schaut einfach auf Event. Genau, auf jeden Fall könnt ihr jetzt dazu Tickets kaufen und zwar entweder auf Eventim oder, und das ist die zweite krasse Sache, die sich bei uns getan hat. Wir haben uns richtig Mühe gegeben und unseren beschissenen Merch mal etwas angeglichen. Pimpt! Zu etwas besserem Merch und dazu endlich jetzt einen offiziellen, richtig, hoffentlich gefällt er euch, YTT-Shop mit Produkten, wo wir wirklich gesagt haben, das müssen Sachen sein, die wir uns auch selber anziehen würden. So, auf jeden Fall würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr das abcheckt, wenn ihr bei der Tour vorbeischaut. Wir haben wirklich probiert, überall Städte zu finden, sodass jeder von euch theoretisch zu uns kommen kann und wenn ihr auch, euch auch den Shop mal anschaut und auch das Feedback dazu hier in den Kommentaren hinterlasst. Soll ich mein Handycase so? iTitty, ich find's natürlich gigantisch. Aber was gibt's denn nur auf der Tour, Shop, dass es sich lohnen würde? Sag mal ganz schnell. Was ja, gibt's? Das Tour, Songs, Songparodien, viel. Alles iTitty zum Trommler. Anfassen. Der Trommler. Trommler nackt. Trommler ist natürlich am Start. Musik wird der am Start aber sein. Durch, so als nackter Songparodien, Engel. Wir werden wieder Clips extra für die Tour produzieren und hoffentlich mit euch. Ich werde Schimmel sagen. Haben. Alles das auf der Tour. Das ist schön. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an, Kommentare zu kommentieren. Huhu. Und da schreibt Huhu direkt. Bei 1,50, wer ist denn dieses Mädchen da? War die nicht bei Pro7 bei diesem Safari-Dingster? Katzenberg oder wer? Meinst du einen Elefanten? Quatsch, das ist war eine Elefantin bei 1,50? Gute alte Bekannte von uns. Sie kommt nicht vom Safari-Ding, sondern die kommt von YouTube. Ist das nicht die? Julia! Hey! Hi! Schön, dass du mal wieder aufräumst. Oh, schön, dass ihr hier seid. Möchtest du dich nicht zu uns setzen? Gerne. Steh schon auf. Ja, ganz Gentleman. Ja. Ich habe mein Besen mitgebracht. Das hat eigentlich keiner, komm, setz dich mal in die Mitte. Nee, also die Julia hat das auf jeden Fall super gemacht und es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ja, das und deswegen haben wir gedacht, wir laden sie mal ein hier. Aber bist du die von Safari-Ding? Ja, von den Reality Queens. Ich war halt die erste YouTuberin, die im Fernsehen dann halt mitgemacht hat und gewonnen hat, da bin ich sehr stolz. Ja, das ist auch eine Leistung, das muss man schon mal sagen. Waren die oft nackt, die Frauen? Ja, Michaela, die war ja auch dabei gewesen. Aber war auf jeden Fall sehr, sehr schön, eine sehr tolle Erfahrung. Ich bin echt stolz, dass YouTube wieder mal im Fernsehen gewonnen hat.
Reality Queens nächstes Jahr mit TC von Waititi. Jetzt seid ihr meine neue Lieblings-Assi-Serie, schreibt er. Ist das jetzt ein Kompliment, cool, oder? Ja, ne? Also ich find's fantastisch. Ich aber find's, habt ihr euch schon mal Köln Tag und Nacht mal angeguckt? Ja, oder Berlin Tag und Nacht? Also ich guck mir sowas nie an. Auch. Also ich weiß doch, da waren wir zusammengesessen und haben überlegt, wer alles zusammen sein könnte. Und das war am Schluss, haben wir selber nicht mehr gecheckt, wer jetzt mit wem, wer mit wem der Beziehung hat und so weiter. Das war sau kompliziert, selber für uns. Und irgendwann haben wir selber durchgeblickt und dann... Die letzte Folge war besser, weil die hier einfach nur sinnlos war und keine Story hatte. Die letzte Folge fand ich interessanter, weil ihr euch geschlägert habt. Fandest du so die Rolle? Und, die zweite fandest und du auch noch, weil mein Baby schwanger ist. Mein Baby schwanger? Das wie fandest du so die Rolle als Besma? Ist das eine neue Herausforderung für dich? Oder wie hast du dich so als da gesehen? Als das war, glaube ich, das Einzige, was ich echt nicht verstanden habe in dieser Folge. Warum bin ich aber schau mal hier. Weil du hast so ein random Humor. Sogar passend. Genau. Krass. Ich hätte niemals gedacht, dass Jenny ein Besen ist. Voll assi. So schau, das hätte niemand so täuschen. Schau mal, wir konnten die Erwartung unterbrechen. Niemand hätte das gedacht. Jenny ist ein Besen. Aber es passt doch auch. Ich bin doch eine Frau. Besen. Besenfrau ist das Gleiche, sehe ich auch so, ja. Das hat sie gesagt, nicht wir. Das hat sie. Stopp. Schau mal, so ein Besen. Also du kannst mit dem Besen viel anfangen. Die ganze Zeit schöne Sachen machen. Also als Frau, nee. Als Frau kann man viel damit machen. Tanzen um den Julia, Besen bist herum. Du fertig mit deinem Besentänzchen? Solche Sachen machen. Okay. Alter, ich wollte dir gerade was Intelligentes sagen und sie fummelt da am Besen rum. Das zerstört mein ganzes Konzept. Jetzt habe ich aber einen harten Stock. So, ich möchte den Besen erklären. So, jetzt. Autor. Habe ich eine Autorenmütze irgendwo? Scheiße. Der Besen ist eigentlich sinnbildlich für den Intellekt von Jenny in ihrer Rolle. Das heißt, sie ist quasi ein Besen. Schon immer gewesen. Es ist nicht so, dass sie sich verwandelt in einen Besen, sondern sie ist ein Besen. Sorry, Julia, das hätte ich dir vielleicht sagen können, dass wir vor mir gedreht haben. Das macht mir nichts aus. Ja, macht dir nichts aus? Ich spiele die Jenny. Ja, natürlich. Professionelle Schauspielerin. Auf jeden Fall. Genau. Kann sich da ich fand ich auch richtig auch gut, wie du aus der Rolle gefallen bist. Nee, nicht mit mir, sondern mit... Doch, ich hatte mit den einen. Ich war das. Frank war ja mit der Rolle. Ja, aber ich lasse Scheiße, Toni. Ich weiß nicht mehr, Toni. Toni. Mit den Toni. Nee. Mit Toni hast du Sex gehabt. Aber Frank hat mir ein Loch ins Kondom geschnitten. Aber das war ja eigentlich aber Frank. Aber ich finde das Geile an der Jenny. Ich würde das Geile, Tolle wäre an der Jenny, wenn sie wirklich mit jedem da durchmacht. Wer weiß, vielleicht passiert das ja noch. Ja, vielleicht haben wir das schon gedreht. Vielleicht macht sie es ja auch mit dem Besen, dann mit sich selbst. Ja! Macht eine Parodie auf Frauentausch, würde ja passen, ne? Betrügerin, Frauentausch. So. Der Frauentausch können wir auch mal parodieren, oder? Sie tauscht mit TC von Waititi als Frau. Da musst du ja mit meinem Sohn leben. Komm mir mit klar. Ah, mit dem wirst du dich gut verstehen. Ja, den verziehe ich dir ordentlich. Wenn du da zurückkommst, der wird dir rülpsen. Dann schlage ich dich mit dem Besen, ich sag's dir. Dein Sohn? Ja, ich dich. Achso, du mich. Danach. Man muss Julia lassen, dass sie super schauspielt. Yeah! So, sexy Julia ist echt sexy. So. Dankeschön. Sexy Julia hat also damals Besem gespielt. Was hab ich damals? Besem. Lass deine verdammten Borsten von ihr! Wieso sagst du nichts? Besem der Besen, da muss ich mich mal kurz als Autor kurz wieder einschalten. Besem der Besen, liebe Julia, war eigentlich einer unserer ersten richtigen Sketche. Und dort geht es um eine Liebesgeschichte zwischen einem Mann, einer Frau und einem Besen. Den hast du Ich weiß, das war doch mit dir und Tisi gewesen. Ja, ich kenne es. Ja, das trifft so ungefähr auf jedes Waititi-Video zu. Aber du hast den doch damals schon gespielt, das weißt du doch. Ist das nicht das Video mit... Ah, ich bin der Besen damals schon gewesen. Lass deine verdammten Borsten von ihr. Wieso sagst du nichts? Den wirst du auch nicht verstehen. Hans Bauer frisst sexy Julia. Frau so Frau? Bester Kommentar der Welt, Alter. Der ist wirklich super. Ich mag gerne gefressen werden. Also jetzt hat Falls Maurice, ihr sexy Julia fressen wollt, meldet euch hier. Dreh wurde aufgrund von zu vielen Ich muss dir was sagen, Sätze unterbrochen. Ich muss dir was sagen. Ich muss dir auch 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 was sagen. Also ich möchte dazu sagen, dass das so motiviert war, dass ja in diesen Assi-Sendungen immer Pseudodramatik aufgebaut wird. Mir hört schon wieder keiner zu. Du hast mir doch. Endlich habe ich jemanden hier, der mir zuhört. Ja klar. Julia, kannst du bitte immer hier bleiben? Gerne. Ist voll schön, wie sie zuhört, wie Momo. Ja. In Assi-Sendungen wird immer Pseudodramatik aufgebaut. Das haben wir am Ende auch gemacht. Meine Lieblings-Assi-Sendung ist mit Abstand die Kommentare-Kommentiershow. Ja. Naja, also ich finde auch, dass wir hier noch ein bisschen zu viel Niveau haben. Wir sollten mal ein bisschen runterfahren, oder? Wir brauchen Gaumi. Lass mal alle hier Assi-Slang auspacken. Ja. Auspacken!
Komm. Und ganz viel Make-up drauf. So, du bist jetzt Jenny. Ich bin gar nicht in meiner Rolle. Ey, Jenny, was machst du hier eigentlich? Schau auf unserem Sofa, ey. Soll ich die Steckboxen? Ich hab meinen Slipper an. Das finde ich voll geil. Was sagst du, Murat? Was? Ey, gefällt dir, oder was? Hau dich kaputt, Mann. Ey, guckst du, sag ich einmal Assi, kommst du vor dir hier wieder rein. Was soll das? Du hast dich drauf. Ganz halt dein Scheiße labern, ey. Das ist Kommentare, Kommentierschau, Alter. Du bist Assi, Mann. Du bist Assi. Ey, ich finde dich, Arnold, Alter. Ich finde dich, mach dich tot, Alter. So, jetzt werf ich das, wirklich. Was denn? Oh, ja, gut. So wird das aussehen. Hard am Limit. So, werte Zuschauer, dann bedanke ich mich recht herzlich für euer Feedback und natürlich auch ein riesen Dankeschön an dich, Julia, dass du vorbeigeschaut hast hier auf unserem schönen Sofa. Danke euch. Was mache ich denn jetzt, wenn ich noch mehr von dir sehen will? Wenn ich sage, die Julia, die ist spitze? Auf meinen Sexy Girl Official Kanal gehen. Das auf jeden Fall. Da würde ich mich sehr, sehr dolle freuen. Und Dankeschön auch für die schönen Kommentare und dass ich angeblich so tolle Schauspielerin bin. Und Dankeschön auch für die wundervolle Rolle als Jenny und den tollen Besen. Ja, und ich werde mich freuen. Bitte, bitte. Ich freue mich auf den dritten Teil mit dir zusammen. Ja. Mal gucken, ne? Haben wir die Schleichwerbung auch noch eingebaut. Und jetzt würde ich sagen... Geht auf unserer Merchandise-Seite. Jetzt nochmal, genau, Waititi-Schleichwerbung. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ach so, ich war ja im Urlaub in Bali gewesen. Und das ist das erste von unseren Urlaubsvideos, die wir... Ja, ich war in Bali, dann zum Vulkan, da bin ich reingestiegen. Nicht, aber ich habe da viel erlebt und das alles gibt es jetzt zu sehen auf die Jungs. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch reinziehen. Ansonsten sehen wir uns wieder am Freitag mit einem Sketch. Der TC dreht schon wieder ab hier und ansonsten wieder am Mittwoch in der Kommentare kommentieren, schon, wenn wir eure Kommentare kommentieren. Ciao. Viel Spaß.